Vor einem Monat wurde der Cottbusser Stürmer Martin Fehnin mit Hirnblutungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Spieler bekannte sich damals zu schweren Depressionen. Zitat: Das Gefühl der Resignation, der Einsamkeit mit Depressionsschüben begleitet mich schon seit mehreren Monaten. Die vorübergehende Flucht in Medikamente und Suchtmittel verschlimmerten diesen Zustand. Wir haben es mit einem jungen Spieler zu tun, der am Boden liegt, der nicht nur schwere Tage, schwere Wochen, ich sag sogar schwere Monate und hoffentlich nicht schwere Jahre vor sich hat. Martin Fehnin befindet sich nun auf dem Weg der Besserung. Nach zweiwöchiger Reha wurde er am Freitag aus der Bavaria-Klinik in Kreischa entlassen. Am Montag besuchte er die Mannschaft beim Training. Jetzt fährt der Spieler nach Tschechien. Dort wird er sich in psychologische Hilfe begeben. Wann Fehnin auf den Fußballplatz zurückkehren kann, ist derzeit noch offen.